Hallihallo, ich bin Marie, eure unabhängige Sensi-Beraterin. Heute mal mit neuer Frisur, war auch dringend notwendig und ich habe wieder... Moment, hier sieht man es jetzt nicht so gut. Naja, ich habe zwei Sensi-Pakete, hier ist... leider etwas ausgelaufen. Aber hier ist auch nur einer drin. Ich muss mal gucken. Hier ist aber nichts Schlimmes. Ne? Also wenn ihr sowas mal habt, hier, der ist ein bisschen ausgelaufen. Folie ist aber natürlich noch drauf. Wahrscheinlich hat die sich einfach durch Wasser ein bisschen gelöst. Kann passieren. Mache ich einfach sauber dann. Und dann, ja. Macht das nichts. Und zwar ist das Hawaiian Hula. Hatte ich im letzten Haul bereits. Die Pakete kamen übrigens gleichzeitig an heute. Der Club sollte ja Freitag schon kommen. UPS hat es nicht geschafft, auch Samstag nicht. Ist leider heute erst gekommen. Und der kam gleich mit dazu. Der war tatsächlich, der Barber kaputt. Also ich habe das im Video auch gar nicht gesehen gehabt. Erst hinterher, ich hatte das nämlich auf der Lampe, war für eine Kundin die Bestellung und das lag einfach die Nacht auf dem Karton, wird ja so gelagert und ja, frühs war leider ein paar Fleckchen auf dem Karton und ja, ich habe das aber direkt an den Support gemeldet, die haben sich sofort drum gekümmert und ja, ich glaube Donnerstag war das und wie gesagt, heute kam schon Ersatz. Also die haben sich da wirklich super schnell drum gekümmert. So, und dann haben wir noch eine. So, hier kann ich es euch wunderbar zeigen. Hier ist es auch ein bisschen größer. Wie eben bei dem. Und zwar die neue Biffbox. Wir fangen auch direkt mal damit an. Also, damit ich euch nicht veralbe, Juni 24. Ist zwar jetzt falsch rum. Relativ leicht dieses Mal. Amerika habe ich schon gesehen, da wurde ich schon gespoilert. Ich will mal angewöhnen, vorher hier Platz zu machen. Aber ich wollte einfach unten gleich reingucken. So. Jo. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Irgendwie habe ich das Glück, immer irgendwas mitzubestellen, das dann auch in der Box ist. Das ist irgendwie witzig. Das war das letzte Mal schon so. Ach genau, da hatte ich ja das Jammy Time bestellt gehabt. Die Handcreme, das Medley. Und dann war tatsächlich in der Mybox die Handseife von Jammy Time. Naja, gut. Aber nicht schlimm. So, das ist das Zettelchen, was drin ist. Ihr könnt es vielleicht nicht so gut lesen. Mehr Abenteuer, weniger Sorgen. Gut, dass ich spiegelverkehrt lesen kann. Das geht gut los. Ihre Wiff-Box für Juni ist eine sorgfältig... Mal gucken, ob das Mikro noch anders... sorgfältig zusammengestellte Sammlung unserer liebsten Produkte für unterwegs mit frischen und fruchtigen Düften und einem exklusiven Mini-Duftventilator sind Sie auf jedes Sommerabenteuer vorbereitet ab in den Sommer. Ja, passt natürlich sehr schön. Wir fangen mal an mit dem hier, weil als unabhängige Sensi-Beraterin weiß ich bereits, dass das der Duft für nächsten Monat ist. Und zwar Provence Lavender. Definitiv Lavendel. Ich bin ja jetzt nicht so der Lavendel-Fan. Ich hoffe, es ist ein angenehmer Lavendelduft. Oh, der ist schon sehr stark, nur so. Oh ja. Oh, das ist viel Lavendel. Wer Lavendel mag, der wird den so lieben. Es ist aber noch irgendwas anderes. Ich habe natürlich wieder nicht geguckt vorher. Da ist aber noch irgendwas. Es ist frischer irgendwie.
Da ist noch irgendwas anderes drin, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Und ich muss mich ein bisschen beeilen mit dem Video, denn ich mache gerade Duftproben. Und das steht alles in der Küche und wartet auf mich. Deswegen, ja. Also der Duft des Monats Juli. Die Lampe wird diesmal im Juli auch echt cool sein. Da ich aber Lavendel jetzt nicht so der ganz so der Fan bin, werde ich mir die nicht holen. Dann haben wir einmal ein Scentpack mit Chamomile Petals. Ist tatsächlich, also Kamille, ne? Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsduft. Aber ich finde Kamille für die Buddies eigentlich ganz passend. Und ja, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, nach was der genau riecht. Aber naja, so, dann haben wir einmal ein Raumspray. Und das ist das Produkt, was ich nämlich auch mitbestellt habe. Oh. Möchte nicht unbedingt raus. So, also habe ich jetzt gleich zwei von. Naja, auch schön. Aber die sind wirklich schön, die Raumsprays. Ich dachte so, es gibt so viel Duftzeug, warum denn jetzt noch ein Raumspray? Aber es ist wirklich eine schöne Sache, wenn ihr wirklich mal ganz kurz einfach mal einen schönen Duft braucht. Und der hält sich auch ziemlich lange. Und verfliegt nicht sofort. Sind die echt schön. Black Raspberry Vanilla ist ja ein Duft, den habe ich am Anfang gar nicht gemocht. Und dann hatte ich ihn aber in der Raspberry Collection. Die müsste auch noch online sein. Ja. Und da habe ich festgestellt, ist eigentlich ein richtig schöner Duft. Ich weiß gar nicht so richtig, warum ich mit dem überhaupt nicht klargekommen bin. Aber doch, der gefällt mir sehr gut. Dann haben wir, ja, wir nehmen am besten erstmal den hier, den Mini-Duftventilator. Ist übrigens, müsste die gleiche Box sein wie bei den Amerikanern. Und zwar, ich habe ihn ja schon gesehen, also da ist natürlich Bedienungsanleitung und Kabel mit drin. Und dann richtig cool, es war ja dieses Jahr, also ich denke mal, das hat damit was zu tun, denn die Scentive-Reise oder ich weiß nicht, ich habe das ja noch nie gemacht, ging nach Hawaii und es ist auch total im hawaiianischen Stil. Und das ist echt cool. Den gibt es halt wirklich nur in der Box. Ne? Also den könnt ihr dann nicht mehr kaufen, wenn ihr den unbedingt haben wollt, müsstet ihr euch die Box, und er hat es auch hinten so, also und in matt. Das finde ich auch schön. Ich mag das nicht, wenn diese Dinger so glänzen. Der ist richtig cool. Den, ich denke, den nehme ich auch mit in den Urlaub. Ist jetzt nur eine Woche und es hat jetzt mit Hawaii auch gar nichts zu tun. Aber ich finde das sehr süß und demnach darf, krieg die Box nicht zu, demnach darf natürlich auch nicht fehlen. Putz. Hier Lake My Day. Ist ein frischer Duft. Oh. Irgendwelche Fusseln. Oh, meine Nase ist heute irgendwie ein bisschen zu. Ist nicht mein Lieblingsduft, muss ich zugeben. Aber riecht gut. Also ich finde besser wie bei den Bars. Da mag ich den irgendwie gar nicht. Ich glaube, der hat sogar auf meiner Liste ein. Fällt mir nicht. Ja, ist wirklich ein frischer Duft. Ist okay, jetzt fürs Auto finde ich den jetzt echt nicht schlecht. Und dann, und da werden sich viele freuen, und auch den hatte ich schon bestellt, nämlich nochmal Pots, und zwar aus der Sommerkollektion K-Lime and Grapefruit. Ich habe sogar den anderen hier noch liegen. Da mache ich nämlich jetzt mal den hier, da hatte ich ja eh schon. Oh. Der riecht mega. Wenn ihr zitrische Düfte mögt, dann werdet ihr
den so lieben. Also der ist ja, wenn ihr den Lemon Lime Fizz aus der Osterkollektion mögt, werdet ihr den wahrscheinlich noch mehr mögen, weil der hat noch ein bisschen einen spritzigeren. Und ja, also da freue ich mich mega drüber. Ist auch überhaupt nicht schlimm, dass ich da jetzt zwei von habe. Ja, und das war es tatsächlich schon in der Whiffbox. Ich habe mir die zum halben Preis gegönnt. Das heißt, ich habe halt auch nur 25 Euro bezahlt. Absolut okay. Allein das. Also ich könnte es natürlich jetzt mal ausrechnen, aber ich sage euch mal die Preise. Ich kann sie jetzt nicht ganz genau sagen, aber müssen wir ungefähr. Also das Rauschspray 12,95, so ein Bar 8,50 Euro. Die Ventilatoren kosten um die 19 Euro. Das Pack 10. Und da jeweils eins 14,25 Euro. Also ich habe zum Beispiel die zwei und dann habe ich eigentlich den Preis schon drin gehabt. Sagen wir mal hier 20, 30, 60, 70. Ja, doch, ist eigentlich wirklich ein großer, ist eigentlich vom Wert her wirklich, lohnt sich das extrem. Also das überrascht mich gerade selbst ein bisschen. Wenn ich, Moment, schlug das mal wieder hier rein. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Also, das ist wirklich ca. 20 Euro, ne? 10, sind wir schon bei 30. Jeweils 14, 25. Ich rechne jetzt mal ganz grob mit 15 Euro. Dann sind das auch noch mal 30. Dann haben wir hier schon 60. Ne, dann kommt noch der hier dazu. Dann sind wir bei, sagen wir mal, 70. 72 plus der Bar noch 8,50 Euro. Ja, bei 80 Euro. Also da ist ordentlich was drin. Lohnt sich auf jeden Fall. Jo, definitiv lohnt sich das. So, dann kommen wir aber noch mal zur restlichen Bestellung. Wie gesagt, das Raumspray habe ich noch mal. Dann habe ich mir einmal Glühbirnen mitbestellt. Immer im Dreierpack für 7 Euro. Da habe ich jetzt die roten genommen. Die fehlen mir noch. Ich glaube, jetzt fehlen mir nur noch die grünen. Dann habe ich mir noch mal ein Öl mitbestellt. Das machen wir natürlich gleich mal auf für den Raumdiffusor. Übrigens mega der Raumdiffusor. Ich habe den jetzt noch nicht so lang. Eigentlich erst seit letzter Woche, aber mega. Der ist wirklich, und der Duft, also dieses Starfood, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, Hammer. Der ist so, so schön. Richtig schön frisch. Und das liebe ich. Und der ist jetzt immer schön an. Ach doch, doch, der gefällt mir. Ist jetzt Watermelon and Sweet Pear. Wassermelone ist jetzt nicht unbedingt meins. Und Sweet, ich weiß jetzt gerade nicht, was Pear ist, aber Sweet heißt definitiv süß. Und süß ist ja auch nicht ganz so meins. Aber doch. Das erinnert mich fast an die Gummibärchen. An die roten. Ja. Glück gehabt. Also bis jetzt habe ich wirklich nur gute Düfte rausgesucht. Das werde ich auch sehr gerne reinmachen. So, dann haben wir noch einen Bar. Und zwar den Sunset Sky and Strawberry. Ach, ich mag den Duft mega gern. Deswegen, wir haben halt noch zu den, also ihr habt ja ab 42 Euro im Club 10% Rabatt auf die ganze Bestellung. Das heißt, selbst wenn ihr die Whiffbox in den Club haut, die ja 50 Euro kostet, habt ihr sie schon mal für 42. Ne? Also das mal als erstes. Oh,
jetzt kommt der Bauchflucht. wenn ihr aber bei 85 Euro seid, bekommt ihr ein Halbpreisprodukt. Ne? Wenn ihr dann die Box, also die Wiff-Box zum Beispiel reinlegt, 50 Euro kostet die, bekommt ihr die für 25. Kommt natürlich zu den 85 noch drauf. Ich mache das eigentlich immer so, dass es ganz gut hinhaut. Wenn ich dann nochmal was brauche, bestelle ich einfach nochmal. Und kommt natürlich der Versand noch oben drauf. Und ja, mehr könnt ihr eigentlich nicht sparen. Ne? Also da habt ihr dann anstatt die 8,50 Euro, ja, weniger. Oh, ich bin in Mathe eine Katastrophe. Auf jeden Fall musste ich mir den hier gleich nochmal holen. Ich liebe den wirklich. Ne? Das ist momentan, hier ist der offene, deswegen ich mache den auch jetzt nicht gleich auf. Und der ist auch schon, ich habe ja Duftproben gemacht, ich hatte ihn auch schon in der Lampe. Oh, ich mag den total. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass in der Sommerkollektion genau zu diesem Duft, den ich so liebe, nichts weiter dabei ist. Keine Pots und kein Rauchspray. Aber naja gut. Übrigens zu Pots und Rauchspray. Wenn ihr das Video seht, also zumindest aktuell, ich weiß ja nicht, wann ihr das seht, aber aktuell sind die Rauchsprays auf jeden Fall aus. Bei den Bars weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe nicht nochmal geguckt. Es könnte aber sein, dass die auch schon raus sind. Aber keine Sorge, es kommt Nachschub. Es kommt Nachschub. Ich weiß nicht, ob es die Bars oder die Pots waren. Die Rauchsprays waren auf jeden Fall gleich leer. Kommt aber noch. Keine Sorge. So, und dann habe ich mir noch, ich habe sie aber im Club halt bestellt. Und ich habe auch nicht alle genommen. Also eins fehlt. Nee, ich mache den mal lieber hier rüber. Und zwar aus der, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie die Kollektion heißt. Die hier. Die Veggie Kopf. Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich hätte vorher echt nochmal gucken sollen. Und zwar habe ich 4 Stück. Es gibt 5, die gibt es im kompletten Set. Und im Club könnt ihr sie euch einzeln bestellen. Der andere hat mir am Ende gar nicht zugesagt. Deswegen habe ich ihn dann halt auch nicht genommen. Ja. Ich werde dazu am besten ein extra Video machen, stelle sie euch aber trotzdem kurz vor. Also, das ist Angel Red Hot Rage, also Ergo. No? Sadness Feeling Blue, das ist traurig. Disgust Turning Green, müsste dann die Disgust sein. Das sind sie ja noch ein anderes Wort. Und Joy Good and Golden, das ist die Freude. Ja, die zeige ich euch aber in einem anderen Video. Dann muss ich sowieso noch ein Video machen zum Aufgebraucht. Ich habe einen riesen Berg mit Aufgebraucht. Ich habe das jetzt bestimmt einen Monat nicht gemacht. Und da werde ich euch einmal zeigen, was ich so verbraucht habe. Ja, und dann war es das eigentlich schon. Mehr war nicht im Paket drin. Aber ich denke, es reicht auch. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht im nächsten Video wiedersehen. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da. Ich poste nicht ganz so oft. Aber ich, ja, ich freue mich über jeden neuen Interessenten. Ihr müsst nicht immer gleich Kunde werden. Ihr könnt euch auch das Ganze erstmal anschauen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich, schreibt mir, kontaktiert mich über... Kontaktiert mich über den Shop, überhaupt kein Problem, wie ihr das gerne möchtet. Ne? Ich mache hier keinen Druck oder ähnliches. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr einfach bestellen, ihr müsst aber nicht. Was ich euch sagen kann, es gibt für meine Kunden immer ein Überraschungs-Willkommens kleines Päckchen, also so ein Briefumschlag. Da kommen erstmal ganz, ganz viele Proben rein, dass ihr euch ein bisschen durchdüfteln könnt. Ich sehe natürlich im Shop, was ihr bestellt habt.
Demnach kann ich vielleicht ein bisschen in die Richtung, aber meistens packe ich einfach alles rein. kann es euch mal zeigen. Ich habe jetzt hier nämlich noch gerade eine Bestellung fertig gemacht. Sind eigentlich nur 5 Bars. Und der ganze Karton ist einfach nur voll. Also, ne? Ja. Da ist alles voll. Also hier unten, ich kann es glaube ich gar nicht sehen. Hier unten sind die Bars. Na, hier könnt ihr es ein bisschen sehen. Hier unten sind die Bars. Und hier oben, da liegt ganz, ganz viel drauf. Mit Katalog bekommt ihr natürlich ein bisschen Wattepads. Oh, hat sich eins verabschiedet. Nicht wundern, dass da sind oder da können auch mal Düfte dabei sein, die bereits aus dem Sortiment sind. Ich möchte die natürlich nicht wegwerfen. Ich packe die mit rein, die könnt ihr verwenden und ja, oder verschenken. Viele verschenken die auch so als kleines Mitbringsel. Könnt ihr auch machen, kein Problem. Und ja, wie gesagt, es gibt halt immer so ein kleines Willkommens ja, Umschlägchen. Hier ist jetzt halt die ganze Sache dabei. Aber manchmal auch nicht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!